Ja, Mette Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute werden wir uns um den Stream vom 10.8. kümmern. Ja, mal schauen, was Rainer wieder vom Stapel gelassen hat. Ja, gibt es irgendwas zu sagen? Erstmal gestern das letzte Video, da habe ich wirklich komplett versagt. Es tut mir wirklich leid, dass da die Hälfte der Clips fehlen, aber ich hatte wirklich massiv Zeitdruck. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen in die ersten Clips rein und schauen mal, was unser Lieblings-YouTube-Star, bald wieder YouTube-Star, so alles vom Stapel gerissen hat, ne? Ich bin hellseher. Ja, das schreiben die Leute immer bei meinen Matchpartnern immer. Hauptsache, ich kriege keine Matchpartner mehr. Mittlerweile haben auch schon viele gesagt, die möchten immer mit mir matchen, weil die Leute immer so viel Stress machen. Dabei tue ich keinem was. Das ist auch die Bubble um mich rum halt immer leider, die da so einen Stress macht, weil ich selber mache ja nichts. Meine Fans, meine positiven Leute, die versuchen da immer was zu reißen, aber ja, es sind dann doch leider sehr viele. Problem ist, dass sind auch sehr viele Straftäter dabei, also wirklich welche, die dann versuchen, Adressen rauszukriegen und so weiter und so fort. Ist es wirklich so ein Problem, Matchpartner zu finden? Ich meine, du wirst ja in so eine Art Queue eingereiht, oder? Zum Beispiel, du drückst drauf, ich will matchen. Dann ist jemand bei dir, nee, drauf, ich will auch matchen, zum Beispiel, wenn du es so angegeben hast. Und dann matchst du doch, oder? Du musst doch nicht extra Leute dafür haben, oder? Aber ja, sei es drum, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht, dass das wirklich schon so weit geht, dass selbst Leute, so, die nicht mehr matchen wollen. Obwohl es eigentlich, ja, ich will nicht sagen, gut ist, mit ihm zu matchen. So, natürlich, fürs Geld ist es natürlich sehr gut, mit ihm zu matchen. Das sollte schon von vornherein sagen, nee, Rainer, mit dir wollen wir nicht matchen. Da hat er schon ganze Arbeit geleistet. Und er ist ja komplett überfordert. Man sieht es bei ihm im Gesicht, also mit der Typ, mit dem Rainer matcht. Er ist halt wirklich, er wird wahrscheinlich gerade komplett zugespammt mit 10 Jahren Drachenlord-Geschichte. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir da uns irgendwas ausdenken müssen, so eine Art Schema, wie wir vorgehen oder sowas, wenn Leute da in die Streams reingehen, dass nicht tausend Sachen gespammt wird, sondern dass halt wirklich, ja, man so eine Art Reihenfolge hat, eine Art Code, irgendwas. Oder wenn wir sehr, sehr helfen, dass die Leute nicht komplett durchdrehen, wenn plötzlich tausend Nachrichten im Chat stehen. Was hast du denn angestellt? Gar nichts, das ist der Witz. Ich habe ein paar Sachen gesagt, die denen nicht gepasst haben. Ich habe auch Sachen gemacht, die nicht schön sind, für die ich mich auch entschuldigt habe und immer wieder entschuldige und mir auch immer wieder leid tun. Aber Also wie oft man einfach Rainer in dieser Situation erwischt, sage ich einfach mal. Wie er sagt, ja, ich habe viel Kacke gebaut, aber so, er muss sofort relativieren, dass ja nicht auch nur eine Sekunde im Raum stehen bleibt, dass Rainer irgendwie die Hauptschuld trägt. Das finde ich bei Rainer so krass, dass er einfach, ja, also ich habe viel Fehler gemacht, die erzählen, was ich damals gemacht habe, bla bla bla. Dann kommt wieder, ja, dass man die Vergangenheit ja ruhen lassen soll, bla bla bla. Erzählt ja zwar ziemlich gerne. Ich weiß nicht, wo er das hat. Wahrscheinlich von einem seiner Hintermänner, wer weiß. Aber ich sage euch, wenn in dem Stream nochmal eine Situation kommt, wo er damit flexen könnte, dass er in der Vergangenheit irgendwas erreicht hat, dann wird er es sagen, zu 100%. Ach, Rainer. Also vom letzten Clip bis jetzt ist nichts mehr wirklich passiert. Die haben noch ein bisschen gesprochen. Rainer hat irgendwie alle 30, 40 Sekunden seine Anhänger in die Kamera gehalten, dass man doch bitte zwei Universen schicken soll. Jo, und da sind die Leute halt hergegangen und haben hier immer so Stress gemacht und haben dann angefangen, bei mir vor der Tür zu stehen. Wobei man dazu sagen auch muss, es war meine eigene Schuld. Ich habe damals nämlich, nachdem ich in eines von deinen ihre Foren reingegangen bin, da musste ich erstmal googeln, dass ich da reinkomme, weil die einen Capture drinnen hatten. Welcher Sänger von dieser und dieser NSBM-Metal-Band hat einen umgebracht und sitzt deswegen im Knast? So, musste ich erstmal googeln. Habe ich dann rausgefunden, bin dann reingekommen, gehe so durch das Forum von denen und da steht in dem Forum von denen drinnen, ja, das damalige Facebook-Profilbild von meiner Schwester. Daraufhin bin ich ausgerastet. Meine Schwester hat damals auch tatsächlich Anrufe bekommen hat dann Anrufe bekommen mit Computerstimme und so weiter. Oh, ich glaube, gegen die Dame haben wir keine Chance, Leute. Doch, doch. Und ja, die haben da halt übelsten Stress gemacht und ja,
Dann habe ich dann ein Video gemacht, habe meine Adresse veröffentlicht, habe gesagt, kommt zu mir, wenn ihr ein Problem habt, legt euch mit mir an, lasst meine Familie in Ruhe, lasst meine Freunde in Ruhe. Ja. Ja, Leute, wir verlieren gerade. Haut mal ein bisschen mehr rein. Wenn man so einen blöden Anhänger bekommt, stehe ich generell nicht im Match mit jemandem. Das heißt, die beiden sollten eigentlich miteinander kommunizieren, sage ich mal, ne? Das ist ja der Sinn dahinter, wenn man zusammen live geht. Würde ich einfach mal so sagen. Aber er macht die ganze Zeit Werbung für diese Kack-Anhänger. So, das musst du doch als Matchpartner irgendwann doch richtig auf die Nerven gehen, oder? Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, er wirklich bei jedem Match, ne? Ich zeige euch ja nicht jedes Match, weil ich würde mich wiederholen die ganze Zeit. Aber die ganze Zeit, oh, soll ich dir mal sagen, ich bin Hellseher übrigens, denn ich weiß, dass gleich ganz viele Leute zu dir ins Stream kommen und dir sagen, du sollst rausgehen oder irgendwelche Sachen reinschreiben, was ich gemacht habe, so bla bla bla. Und erst recht, wenn eine Frau da ist, dann fängt er an, wirklich damit anzugeben. Auch mit den Sachen, dass sie vor seiner Tür stand, bla bla, dass er angeblich angegriffen wurde, was aber nicht wirklich oft passiert ist. Wie gesagt, es gibt Bilder auf Telegram, wo er einmal zwischen die Mangel genommen wurde, sage ich einfach mal. Aber ja, und dass wir eine Fenster einschlagen, die Hälfte davon hat er selbst eingeschlagen und die andere Hälfte waren wirklich einige dumme Leute. Kann man nicht anders sagen. Und vielleicht sogar ein Teil davon ist einfach durch Altersschwäche, sagt man das so? Bei Fenstern, nee, warte, auf jeden Fall, die Fenster waren zu alt. So, meine Güte, sind auch so kaputt gegangen. Das Haus war generell sehr überholungsbedürftig. Es war jetzt kein schlechtes Haus, als das Game angefangen hat. Aber es hatte schon so seine kleine Problemchen, würde ich sagen. Und wie gesagt, so, er benutzt das halt wirklich langsam, offen, wirklich. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, schaut bei den Clips rein ins Gesicht. Der Rest ist egal, was sie macht, ist erstmal komplett irrelevant. Was im Chat steht, ist immer das Gleiche. Aber er sah so ein bisschen so aus, als wäre er so ein bisschen aufgeregt, so, dass er das erzählt. Obwohl er schon Moment. Obwohl er schon seit das 10. Mal erzählt am Stück. Ich glaube, das geht los. Boah, das ist losgegangen. Ich glaube, vor 3 Tagen, glaube ich, seitdem jedes Match fängt so an. Und es gefällt ihm. Deswegen kann man niemals sagen, dass Rainer diese ganze Situation, die er hat, nicht will. Er will sie zu 100%. Da bin ich felsenfest von überzeugt. So, hier an der Stelle machen wir erstmal Schluss mit den Clips vom 10.8. Im nächsten Part wirklich geht's ab, kann ich euch schon mal sagen, hier aus dem Off. Das wird richtig nice Sache, wie ein bekannter Influencer gerade sagen würde. Und zwar, ich würde gerne mit euch ein bisschen über den Prinzen reden. Um den ist er sehr ruhig geworden, nachdem er sich öffentlich und in aller Kraft von Rainer distanziert hat. Was schon so ein bisschen komisch war, sage ich mal, wie er es angegangen ist, sage ich einfach mal. Ja, es gibt nämlich die Theorie von einigen Leuten, dass Rainer bei ihm ist. Ja, man hat ja die Hunde bellen gehört. Und er hat Hunde. Und ja, und das Prinz, was mit Katar zu tun hat. Das wurde ja indirekt schon bestätigt, obwohl er es sehr, sehr abgestritten hat. Also, es würde schon passen, dass er jetzt quasi so ein bisschen aus dem Internet rauszieht. Er hatte auch gesagt, dass er bitte die nächste Zeit keine, ja, Angriffe bitte haben. Soll ich das formulieren? Auf jeden Fall, dass es ruhig um ihn bleiben soll, weil wohl seine Tochter da ist und man natürlich deswegen ihr zuliebe einfach mal den Beifach halten soll. Das würde sehr, sehr passen, dass man ihn bitte in Ruhe lassen soll, weil Rainer halt da ist. Ne? Und ja, den darf halt natürlich keiner sehen, ist klar. Ja, deswegen. Das ist eine sehr, sehr interessante Theorie. Weil, ja, kurz nachdem er sich distanziert von allem, also quasi so das Kriegsbeil begraben will, sage ich einfach mal, verschwindet er. Ja, und Rainer braucht neue Unterkunft. Ja, deswegen, also ich bin ein Fan dieser Theorie. Ich finde sie nicht schlecht, weil irgendwo muss er sein. Ich glaube, da, wo er vorher war, ist er gerade nicht, weil das ist, glaube ich, noch zu heiß für die. Der wird irgendwo weiter weg sein und da sein Management, sage ich mal, auch in der Stadt wohnt, können die ihn ja schlecht bei sich unterbringen, weil das alles viel zu nah dran ist, finde ich. Deswegen macht die Prinztheorie sehr, sehr Sinn. Wir werden es merken, wenn Rainer plötzlich irgendwie besseres Internet hat, plötzlich oder ja, einen Ortswechsel bestätigt, was weiß ich. Und der Prinz dann auch plötzlich wieder live geht, ne? Ganz zufällig. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe bisher noch kein Video gesehen, wo vielleicht ein paar Elite-Hater, die das Hundebellen verglichen hat, zwischen Prinzhunden und die Hunde, die man
im Drachenlord-Video gehört hat. Könnte auch eine sehr interessante Spur sein. Aber naja, ich wollte euch das einfach nur sagen, das stand öfters in den Kommentaren. Ob ich denn weiß, was mein Prinzenhaus ist, wirklich keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin auch nur Herr von öffentlichem Material, sage ich einfach mal. Ich weiß da leider nicht mehr als ihr. Ich kann auch nur die Streams gucken und mir meine eigene Meinung dazu bilden. Das ist meine. Ob sie teilt oder nicht, können wir gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Wenn ihr andere neue Hinweise habt, also abseits davon, dass das Pater echt da ist, sich distanziert hat und dass man die Hunde bellen gehört hat, könnt ihr es da gerne in die Kommentare schreiben, Sex Prinz. Würde mich sehr, sehr freuen. Können wir da ein bisschen unsere Verschwörungstheorien durchblicken lassen. Naja, auf jeden Fall schaut gerne in die Videobeschreibung. Da sind alle wichtigen Links von mir und vom Game. Und wie ich sagen, wie gesagt, freut euch auf den Part heute Mittag, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das auch in den Abend mit reingeht, aber ich denke schon, Rainer wird wirklich gut in die Mangel genommen, sage ich einfach mal. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da, würde mich sehr freuen und der Kanal natürlich auch sehr helfen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein!